Adolf Hitler verkündete am 15. März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz vor einer Hakenkreuzfähnchen schwenkenden 200.000 Personen zählenden Menschenmenge den Anschluss, die Vereinigung von Deutschland und Österreich. Goebbels sorgte dafür, dass sein Propagandaministerium das österreichische Rundfunksystem übernahm. Nachdem Hitler bereits 1933 alle Regierungsgewalt an sich gerissen und die politische Opposition zerschlagen hatte, verweigerte er den Juden ab 1935 auf der Grundlage der Nürnberger Gesetze das Reichsbürgerrecht. Er hatte eine Luftwaffe aufgebaut, die Wehrpflicht wieder eingeführt und eine neue Armee ausgerüstet. 1936 hatte er 35 Mann der Wehrmacht in das nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags entmilitarisierte Rheinland einrücken lassen, ohne dabei auf bewaffneten Widerstand zu treffen. Noch im gleichen Jahr schloss er mit Italien das Bündnis der Achse und mit Japan den Anti-Komintern-Pakt. Im Streben nach einem Großdeutschland hatte Hitler den österreichischen Bundeskanzler Kurt Schuschnigg zur Absage einer von ihm kurzfristig für den 13. März 1938 angesetzten Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Österreichs und zum Rücktritt gezwungen und war in das Land einmarschiert, das einst sein Heimatland gewesen war. Die österreichischen Truppen hatten keinen Widerstand geleistet. Ebenso hielt es ein großer Teil Europas, obwohl Deutschland damit den Versailler Vertrag verletzt hatte. Die Live-Berichterstattung vom Schauplatz des Geschehens nahm mit jener Krise ihren Anfang. Ebenso wie die aktuelle Eilmeldung einer Unterbrechung des regulären Programms. Amerikanische Radiosender unterbrachen während der gesamten Krise in Österreich immer wieder die vorgesehene Sendefolge, um Nachrichten und Einschätzungen aus Rom, Paris, London und Berlin anzubieten, die oft per Kurzwellensender übertragen wurden. Reporter interviewten Augenzeugen an Ort und Stelle. Ihre Mikrofone fingen die Geräusche der Straße ein, das Geklapper von Pferdehufen, das Heulen von Sirenen. Als Hitler im September versuchte, das Sudetenland an sich zu reißen und Europa am Rand eines Krieges stand, verlasen Radiosprecher Stunde um Stunde aktualisierte Krisenmeldungen. Der Sender NBC unterbrach sein Programm während der 18 Tage andauernden Sudetenkrise 440 Mal. Die Nachrichten waren so eilig und dringend, dass CBS die Ausstrahlung von Werbebeiträgen stoppte. Der CBS-Reporter H.V. Kaltenborn, der niemals von einem Manuskript ablas, brachte es in diesen 18 Tagen auf 102 Sendungen aus New York, bei denen er die Originalbeiträge von den aktuellen Schauplätzen zusammenfügte. Er schlief in dieser Zeit, wenn er überhaupt zum Schlafen kam, im CBS-Studio 9. Auf einem Army-Feldbett, neben seinem Bett, lag ein Mikrofon. Der Premierminister hat dem deutschen Führer und Reichskanzler die folgende Nachricht übersandt, meldete die BBC am 14. September. Und ein Sprecher verlas die Nachricht von Neville Chamberlain an Hitler. Angesichts der zunehmend kritischen Situation beabsichtige ich sofort herüberzukommen, um Sie zu sprechen, mit dem Ziel zu versuchen, eine friedliche Lösung zu finden. Chamberlain bereitete sich schon auf seinen Flug nach München vor, als tschechische Radiosprecher unbeirrt versuchten,
der NS-Propaganda etwas entgegenzusetzen. Ein weiteres Mal müssen wir heute Abend der unangenehmen Aufgabe nachkommen, weitere erfundene Berichte zurückzuweisen, die von den deutschen Radiosendern verbreitet wurden, sagte ein tschechischer Nachrichtenmoderator am 18. September. Der ungarische Radiosender versucht offenbar, bei der Verbreitung von Falschmeldungen mit den Deutschen zu konkurrieren. Hallo America, sagte der NBC-Korrespondent Fred Bates am 27. September. Hier ist London. Bates, dessen Stimme durch die Anspannung belegt klang, verlas die wichtigsten Leitartikel aus den Londoner Zeitungen. Sie machten deutlich, dass in Europa die Zukunft der Zivilisation selbst in Zweifel gezogen worden war. Ich spreche heute vom Flughafen der Stadt München aus zu Ihnen, berichtete der NBC-Journalist Max Jordan zwei Tage später, nachdem er in die bayerische Hauptstadt entsandt worden war, um von dort über das Treffen Hitlers, Mussolinis, Chamberlains und des französischen Ministerpräsidenten Daladier zu berichten. Im später so bezeichneten Münchner Abkommen kamen Italien, Großbritannien und Frankreich überein, Deutschland die Besetzung von Teilen der Tschechoslowakei zu gestatten. Was am Freitag geschah, wird als Frieden bezeichnet, sagte Dorothy Thompson in ihrer Radiosendung am darauf folgenden Tag. In Wirklichkeit ist das ein internationaler, faschistischer Staatsstreich. Sie sagte, das Abkommen sei innerhalb von 4 Stunden von 4 Männern ausgehandelt worden, von denen kein einziger bisher auch nur einen Fuß auf tschechischen Boden gesetzt habe. In ein Land, das Hitler zerstören und dessen politische Minderheiten er entweder ermorden oder ins Exil treiben werde. Der Pakt, sagte Thompson, bedeutete die offene Installierung des Terrors. Der nach London zurückkehrende Chamberlain verkündete, dass ganz Europa Frieden finden kann und verlas in einer Live-Radiosendung das mit Hitler geschlossene Abkommen, auch wenn ihn sein schärfster Kritiker Winston Churchill wegen seiner Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler verurteilte, die von der letztlich törichten Hoffnung geleitet sei, den Krieg vermeiden zu können. Man ließ ihnen die Wahl zwischen Krieg und Unehre. Sie wählten die Unehre und werden den Krieg bekommen. Der Krieg, den Europa erleben sollte, der Krieg, den die Welt erleben sollte, er sollte der erste Krieg des Radiozeitalters sein. Ein Krieg auch im Äther. Die Kämpfe sollten die Gewalten der Brutalität und der Barbarei freisetzen. Und die Radioberichterstattung über den Krieg sollte zeigen, zu was für einer furchterregenden Waffe der Tyrannen die Fake News geworden waren. Nichts veranschaulichte diese Gefahren besser als eine Radiosendung, die 4 Wochen nach der Sudetenkrise von Orson Welles inszeniert wurde. CBS Radio begann am Abend des 30. Oktober 1938, kurz nach 20 Uhr, mit der programmgemäßen Ausstrahlung von Wallace Mercury Theater on the Air, einer einstündigen Hörspielproduktion, die der Sender als Teil seines der Öffentlichkeit verpflichteten Programms ausstrahlte. Der 23-jährige Wallace hatte in jenem Sommer Hörspielbearbeitungen von Dracula, Der Graf von Monte Cristo und den Abenteuern von Sherlock Holmes produziert. Das Theater Wunderkind hatte auch ein besonderes Händchen für die Regie, war von Geräuscheffekten fasziniert und verfügte außerdem über eine besondere Begabung in der Kunst, den Menschen Schrecken einzujagen.
Das Columbia Broadcasting System und die angeschlossenen Sender präsentieren Ihnen Orson Welles und das Mercury Theater of the Air. Begann die Sendung regelmäßig und anschließend sollte Welles in die aktuelle Geschichte einführen. Aber an jenem Abend bekam der Teil des Publikums, der die kurze Einführung durch den Regisseur zufällig verpasst hatte, etwas zu hören, was wie der allabendliche Wetterbericht klang, gefolgt von einem Musikprogramm, das ein Nachrichtensprecher mit einer dringenden Meldung unterbrach. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Tanzmusikprogramm für eine Sondermeldung der Intercontinental Radio News. Um 20 Minuten vor 8 Central Time berichtet Professor Farrell vom Mount Jennings Observatorium in Chicago, Illinois, über die Beobachtung mehrerer Explosionen eines weiß glühenden Gases, die sich in regelmäßigen Zeitabständen auf dem Planeten Mars ereignen. Auf den nächsten Musikbeitrag folgte eine weitere Unterbrechung durch die Stimme eines Reporters namens Carl Phillips, der einen Astronomen der Princeton University interviewte. Nach einer weiteren Pause kehrte ein hörbar erschütterter Phillips zurück. Meine Damen und Herren, hier ist wieder Carl Phillips, hier draußen auf der Wilmot Farm in Grover's Mill, New Jersey. Ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll, um Ihnen einen bildhaften Eindruck von der seltsamen Szene zu geben, die ich vor Augen habe. Das sieht aus wie eine Episode aus einer modernen Fassung von Tausend und eine Nacht. Ich nehme an, das ist es. Es sieht nicht wie ein Meteor aus. Die allgemeine Spannung und Anspannung steigerte sich zur Panik. Der Radiosender beendete sein Tanzmusikprogramm zugunsten einer atemlosen Berichterstattung über eine Invasion vom Mars. Und das Chaos auf den Straßen, als die Amerikaner versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Der US-Innenminister richtete das Wort an die Bürger der Nation in der Hoffnung, ihr Widerstand könne zur Erhaltung der Herrschaft des Menschen auf dieser Erde beitragen. Das Ziel der Außerirdischen sei der gesamte Planet. Eine andere Stimme sagte, ihr offensichtliches Ziel ist es, jeden Widerstand zu brechen, die Kommunikation lahmzulegen und die menschliche Gesellschaft funktionsunfähig zu machen. Das Militär übernahm die Kontrolle über die Radiosender, die amerikanischen Städte, auch New York, brannten bis auf die Grundmauern nieder. Dies könnte die letzte Sendung sein, verkündete eine verzweifelte Stimme. Wir bleiben bis zum Ende hier. Die Stimme bricht ab. Das Geräusch eines zu Boden stürzenden Körpers ist zu hören. Man hört nur noch etwas, was wie eine Durchsage eines Kurzwellenfunkers klingt. 2X2L ruft CQ, New York. Ist dort noch irgendjemand auf Empfang? Erst jetzt, aber wie den Zeitungsberichten am darauf folgenden Tag zu entnehmen war, eben erst nachdem Hörer im ganzen Land in Panik geraten waren, die Polizei angerufen und ihren Gemeindepfarrer aufgesucht hatten, um eine letzte Beichte abzulegen, und schreiend aus ihren Häusern gerannt waren, unterbrach ein Ansager die Handlung mit einer Senderkennung und teilte der Hörerschaft mit, dass sie eine Original-Dramatisierung von The War of the Worlds zu hören bekommen habe. Ein Jahrzehnt der Public Relations zusammen mit der Autorität des Mediums Radio hatte die Amerikaner in Ungewissheit versetzt, was denn nun wahr sei. Ein zerknirschter Sender CBS ließ verlauten, man werde nie wieder die Technik einer simulierten Nachrichtensendung verwenden. Die Federal Communications Commission
entschied sich gegen eine Bestrafung. Aber Kommentatoren im ganzen Land fragten sich, was das Radio hier ausgelöst hatte. Waren die Massen zu passiv geworden, zu empfänglich für vorgefertigte Inhalte und Meinungen? Dorothy Thompson war dankbar. Die größten Organisatoren von Massenhysterien und Täuschungen der Massen sind heute Staaten, die sich des Radios bedienen, um Furcht und Schrecken auszulösen, zum Hass aufzustacheln, die Massen in Erregung zu versetzen, massenhafte Unterstützung für ihre Politik zu mobilisieren, für Götzenverehrung zu sorgen, die Vernunft abzuschaffen und sich selbst an der Macht zu halten. Nach jahrelanger Überzeugungsarbeit, mit der sie versucht hatte, die Amerikaner vor der anrollenden Welle des Faschismus zu warnen, kam sie zu dem Schluss: Welles hat einen größeren Beitrag zum Verständnis des Hitlerismus, Mussolinismus, Stalinismus und aller anderen Terrorismen unserer Zeit geleistet, als alle Worte bewirken werden, die darüber geschrieben worden sind. In den Jahren 1938 und 1939, als es für CBS in Gerichtsverfahren wegen War of the Worlds um Forderungen in Höhe von 12 Millionen Dollar ging, betonte Welles, er habe zu keinem Zeitpunkt auch nur eine Ahnung von den Wirkungen der Sendung gehabt und ganz gewiss niemandem schaden wollen. Aber später gab er zu, dass Hörer bereits nach 15 Minuten in Panik geraten seien und beim Sender angerufen hätten. Ein New Yorker Polizist habe sogar versucht, sich Zutritt zum Studio zu verschaffen. Was geht da drin vor? Ein Supervisor des Senders hatte Welles gebeten, die Sendung zu stoppen oder zumindest zu unterbrechen, um die Hörer zu beruhigen. Um Gottes Willen, Sie erschrecken die Leute zu Tode, sagte er. Bitte unterbrechen Sie und sagen Sie ihnen, dass es nur ein Hörspiel ist. Warum wollen Sie unterbrechen? Donnerte Welles. Die Leute haben Angst. Gut, das sollen sie auch haben. Lassen Sie mich es jetzt zu Ende bringen. Welles betonte später, ihm sei es die ganze Zeit nur darauf angekommen, das Bewusstsein der Amerikaner für die mit dem Radio verbundenen Gefahren zu schärfen, die in einem Zeitalter der Propaganda bestehen. Die Menschen zweifeln an dem, was sie in der Zeitung lesen, sagte er. Aber als das Radio aufkam, wurde alles geglaubt, was aus dem neuen Gerät zu hören war. Das endete auch nicht mit The War of the Worlds, der Sendung, die es den Amerikanern nur noch schwerer machte, einzuschätzen, was sie glauben sollten. Allerdings wussten sie jetzt zumindest so viel. Etwas Böses war auf die Welt losgelassen worden. Am 9. November 1938, keine zwei Wochen nach der Sendung von War of the Worlds, brannten Nationalsozialisten in Deutschland, Österreich und im Sudetenland mehr als 7000 jüdische Geschäfte und mehr als 1000 Synagogen nieder. Sie ermordeten Ladenbesitzer und verhafteten mehr als 30.000 Juden an einem Abend, der als Reichskristallnacht in die Geschichte einging, nach dem zertrümmerten Glas, das auf den Straßen lag. Das ist keine jüdische Krise, schrieb Dorothy Thompson. Es ist eine menschliche. Es war, als wäre der Himmel selbst zertrümmert worden. Roosevelt ließ aus dem Weißen Haus verlauten, dass er kaum glauben könne, dass solche Dinge in einer Kultur des 20. Jahrhunderts geschehen konnten. Es war tatsächlich kaum zu glauben, aber ein Krieg der Welten hatte begonnen.